Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist euer Crush for the Victor und zurück bei Let's Play with 8 Lacrimosa of Dana. Ja, wir haben jetzt wieder weitere Personen finden können. Wenn ich mich nicht irre, haben wir im letzten Part jetzt sowohl eine pensionierte Gladiatorin als auch eine Nonne jetzt vorfinden können. Ja, also zwei weitere fürs Dorf, und damit haben wir jetzt genug, um auch dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Damit können wir jetzt auch Hummels Nebenquest endlich erfüllen. Dann fehlt nur noch eine. Und dann können wir nicht mit der Story wieder weitermachen. Aber zuerst erkunden wir mal diese nette kleine Höhle hier. Voll mit ekelhaften Pilzen. Also ekelhaften Riesenpilzen. Oh, da kann man jederzeit runterfallen, aber das will ich noch nicht. Komm schon, Leute, lasst gut sein. Gehen wir erstmal hier oben weiter und dann können wir uns auch um die Gegner unten kümmern. So. Schöner Skill-Finisher. So. Dann nochmal her mit dem guten Zeug. Und auch mit der Truhe, die ich gerade sehe. So. Sehr schön. Die sind alle sehr leicht zu erledigen. Aber ja, es ist wirklich aufpassen, dass man nicht runterfällt. So. Und so bekommen wir eine weitere Heilpotion, damit auch eine weitere leere Flasche gleichzeitig. Also eine weitere Flasche, zusätzliche. Darauf wollte ich hinaus. So. Ui, und da gibt es auch noch eine neue Location. Ja, da müssen wir uns noch hinkämpfen. Zum Glück sind hier schwache Feinde, also die kann man schnell aus dem Weg räumen. Meine Freunde räumen ja schon mit diesen Viechern ganz schön gut auf. Oh, weg mit dir. So, da ist die neue Location, hä? Jetzt müsste ich hier rüber. Aber erstmal ist hier. Oh. Was haben wir denn da Feines? Milky White Wayne. Hm. Immerhin, eine weitere Entdeckung. Und hier jede Menge. Aha. Erze. So wird zu solchen Orten später öfters wieder zurückkehren. Also kann ich mir wirklich jede Menge Erze holen. Ja, also wir haben schon hier mal komplett gefarmt. Nun ja, eine Farmstelle gibt es ja noch, und zwar dort hinten. Nein! Ja, da sind wir schon runtergefallen. Echt schade. Tja, da können wir nichts machen. Da muss ich nochmal hochkommen irgendwie. Oder ist hier unten jetzt eine Truhe? Vielleicht. Na? Was ist mit dir los? Genießt du etwa? Oh! Angelstelle. Nee. Come on. So. Haben wir schon 100 Köder. Damit können wir... Oh, ordentlich was fangen. Aber wieder was Großes. Was ist es? Hui. Mirage. Okay. Sondern eine Fischart. Achso, ist jetzt kein Fisch mehr da? Oh, ich würde sagen, lässt jetzt der. Leute schauen schon nach. So.
Was ist mit diesen Kalkwappen? Und tatsächlich ist hier ein Schatz. Ja, 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 versucht ihr uns nur anzuspringen hier. Drecksviecher. Und tatsächlich ein blaues Cape. Und da haben wir noch was. Gibt's wirklich jede Menge Zeugs. So, und so kommen wir wieder nach oben, aber zuerst. Bam! Schluss mit euch. Kann ich immer wieder gebrauchen, weil das kann ich ja auch ertauschen dann gegen was Besseres. So, aber jetzt sind wir wieder oben. Und jetzt müssen wir versuchen, da rüber zu balancieren. Da gibt es ja nämlich noch etwas, was ich noch nicht erreichen konnte. Schade, ich wollte es gewagt probieren. Shit. Mit einem schönen Sprung. Toll. Aber stattdessen wurde das nur ein Fail vom Feinsten. Nee, 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 oder? Diesmal schon. Oh, okay, geschafft. Komm schon, Mann. Fahr nicht wieder runter. Ja, geht's jetzt hier weiter? Problem hat der Leuchtstein schon eine Leuchtkraft nachgelassen? Oder hat er vorher besser geleuchtet immer? Och nee, der Pilz ist wieder gespawnt. So. Das habe ich nämlich noch gar nicht erreicht hier. So, heißt das, ich habe 100%. Yes. Alles geschafft hier. Jede Menge Zeugs wieder gefunden. Wir können froh über unsere Leistung hier sein. Eine neue Location. Und weiterer neuer Charakter. Oben drauf. Eine Nonne. Hm. So. Ah, das war doch fein. Hm. Was haben wir denn hier? Ja, da müsste ich unter Wasser. Da komme ich aktuell noch nicht hin. Hier zum Beispiel sind noch ein Haufen Locations. Aber da komme ich auch noch nicht weiter, wie es scheint. Hm. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück ins Dorf. Wir müssen auch überprüfen, wo ich nochmal eine weitere Nebenquest bestreiten könnte. Also, wo noch mal eine weitere Nebenquest angesagt wäre. Leider immer noch nicht genug große Perlen. Great Tree Drop. Wo ist das eigentlich? Ja gut. Mache ich das mal jetzt. Was soll's. Kann ich jetzt mal einen weiteren solchen Ring herstellen? Noch mal Zeit. Wer könnte denn sowas am ehesten gebrauchen? Ich glaube fast Laxia. Oder soll es doch lieber Dana sein, weil ihre Verteidigungswerte. Ihre Verteidigungswerte sind am niedrigsten, fällt mir gerade auf. Er kann kein weit. Naja, schon.
Aber dann werden ihre HP absinken, also ich lasse es lieber. Kommt Laxe jetzt mit dem Ring. Oh. Ja gut. So passt das. Ah, endlich mal. Darauf habe ich gewartet. Great Tree Drop. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Ja, da brauche ich noch mehr von denen hier. Vielleicht kann ich jetzt mal wieder was bekommen. Ne, ich krieg davon höchstens eins. Eieiei. Da braucht man wirklich viel. Aber es ist wohl besser, wenn ich das in der Natura finde. So bekomme ich genug. So, jetzt überprüfen wir das nochmal. Oh! I wish to go to the hills and offer my prayers to God. To whoever read this, please guide me there. Okay, sie hat auch schon eine Nebenquest für uns. Interessant. Wo steckt die eigentlich? Da ist sie. Adol, thank you for exploring the island. Could you spare a moment? What a gorgeous view. Standing here, gazing at the sky, the ocean makes me feel closer to God. I want to be as close to God as I can when I pray to Him. I believe my prayers will reach Him better from the top of Weathervane Hills. Will you please guide me there? That sounds dangerous for you. Perhaps. Even so, I need to be sure of something first, no matter how dangerous it may seem. I won't force you to help me, but if you have some spare time, I would truly appreciate your assistance. If you begin this quest, you will start at foot of Weatherhill Hills. You must reach the top of the hill as Adol will keep Sister Nia from harm. Speak to Sister Nia when you're ready. Oh. Wir müssen also direkt mit ihr hin. Oh, krasse Kacke. Shoot. Müssen sie also beschützen währenddessen. Das kann was werden. Ja, ich würde auch mal meine Skills gegen sie testen. So, ich habe ein paar neue Fische. Mirage. Oh, ein neues Rezept. Ocean Guide. Sehr schön. Ocean Guide. Dann gucken wir uns das mal an. Da. Ja! Ha! Jawohl! Der dritte Slot. Yes! Wie geil ist das denn? Ja, ich würde sagen, dann rüsten wir mal das aus. Ich hoffe nicht, dass es der letzte Slot ist. Aber damit sind wir um einiges schneller. So, gib mal her hier. So. Und auch hier der Salat. Es sind ja maximal immer 9 Stück, die wir zusammenkriegen. So. Ja, mach du das, dass du hart dran arbeitest.
So, aber jetzt müssen wir mal auf jeden Fall uns um die Eierlieferung kümmern. Machen wir das mal schnell. Und wo müssen wir eigentlich für die andere Mission? Eroded Valley. Eroded Valley. Da gucken wir uns das mal an. Wo haben wir das denn? Flammendschungel? Ah, hier! Ich sehe nicht, was hier... wo wir dafür genau hin müssten. So, diese Fledermäuse. Da frage ich mich gerade. Wer ist eigentlich der Questgeber dafür? Und dann könnte er mir genau zeigen, wo ich hin müsste hierfür. Aber sowas von. Moment. Hier steht doch auch was, ne? Quests, hier haben wir's. Mollusks. Das sind wahrscheinlich diese Frösche gemeint, diese riesigen. Die auch ganz schön... die uns auch vorher Schwierigkeiten bereitet haben, weil sie uns leveltechnisch überlegen waren. Ja, toll. Muss das auch wieder sein. Schluss mit euch, blöden Spinnerinnen. Ihr macht uns nicht nochmal blind. Mann, ich diese... Da muss ich nochmal durchgucken hier. Irgendwo waren die ja hier, diese Frösche. Das ist ja wieder der Außenbereich. Immer noch blendet? Wie lange hält denn der Effekt wohl an? Okay, jetzt ist er... jetzt hat er aufgehört. Wo muss ich jetzt hin? Um diese Viecher zu erledigen. Auf jeden Fall in den Höhlen irgendwo. Halt hier weiter ran. Obwohl, es führt mich nur zum Schatz hier. Habe ich ja anscheinend nicht geguckt, oder was? Doch. Also ich habe ja auf jeden Fall alles. Das ist jetzt ein Problem für mich. Wie stellst du das am besten an, dass ich die Freischalter nochmal finde? Und wie viele muss ich davon erledigen?
Leider Gottes wird mir nicht genau angezeigt, wo ich dafür hin müsste. Weil ich anscheinend noch nicht den Questgeber dafür gefunden habe. Ja, mit Dash-Angriffen kann ich sie auch noch umrempeln, die Gegner dank des Items. Hm. Das ist sich. Oh! Da ist einer von denen. Oh! Hey, der hat mich gefressen! Blödes Drecksvieh! Wieder was aus. So ein widerliches Mistvieh. So. Was? Ach, da ist noch einer. Nein, lass gut sein. Lass ihn raus. Oh, shit. Alter, das Vieh macht uns ja ganz schön die Hölle heiß. Nicht erwartet. Alter! Ja, sehr schön. Ich glaube, diese Viecher sind nicht gemeint. Boah, sind wir alle schon zu erschöpft. Was so ein Henker. Brauchen echt alle eine Pause, also schnell zurück zum Speicherplatz. Hm. Ja, aber die werden da nicht gemeint sein. Pff, scheiße. Ich bloß wüsste, wer der Questgeber ist. Das wird ja auch gar nicht angezeigt. Na gut, machen wir das erstmal mit Hammel. Gehen wir jetzt endlich mal dorthin. Es wird Zeit. Dass wir zu der Stelle gelangen, wo... Hm, das sag schon. So, gut, wir sind hier richtig.